Isaac kept to himself. So, hallo. Ich glaube, das ist mein letzter Versuch für Tainted Lazarus. Für Tainted Eden was zu reisen. Das Ding ist halt. Eigentlich habe ich schon in den letzten Parts. Okay. Aber ja, das Ding ist halt, man braucht sich nicht freuen über Sachen, die man bekommt. Weil sie halt eh sofort wieder weg sind. Das ist leider ein Fakt. Außer man hat halt sowas Cooles wie Dings. Wie, weißt du schon? Hier. Ja, weißt du nicht, aber ist egal. Was hat der Zahn jetzt gemacht? Ich dachte, ich kann ihn werfen. Hä? Was hat der Zahn jetzt gemacht? Finden wir es noch raus in der nächsten Wave oder werde ich das dann getroffen? Ach, hä? Taucht da ein Monstro auf? Okay, keine Ahnung. Ich dachte, es ist irgendwas anderes. Dann ist da ein Monstro aufgetaucht und hat aufgeräumt. Aha. Okay. Meinetwegen. Komm, schon keine Lust mehr. Nee. Wobei, das Item, was wir haben, ist ganz cool. Okay. Das hält halt nicht lange, aber ich komme damit direkt in den Itemraum rein. Deswegen, wir können mal weiterspielen. Wir können mal weiterspielen und gucken, was kommt. Nutzt mir, glaube ich, nicht so viel in der Situation, aber es ist ein Item. Und wenn ich getroffen werde, rollt es sich. Ich wiederhole mich wahnsinnig gerne, ne, wisst ihr? Wisst ihr alles schon. So. Ja. Wäre schon cool, wenn wir mehr davon wieder spawnen könnten. Ist schon ganz nett immer. Aber ich schätze halt, ich werde gleich getroffen und dann ist wieder alles vorbei. Und das Problem ist, dass ich dann immer die Spur mit der Gegnerspur verwechsel. Aber gut, mal gucken. Sind nicht meine Gegner. Dem Shit hier muss ich ausweichen. Ja doch, es ist schon ganz cool, so von der Art her, mit den Dingern, ne? Jetzt kommt der nächste. Nummer 3. Jo. Der gefällt mir nicht. Der mich da verfolgt, gefällt mir gar nicht. Der wird mir gleich böse in die Suppe spucken. Aber die wollte ich eigentlich selber essen. Okay. Mist. Ja, da ist vorbei. Das war dann auch die längste Zeit. Diese Geschichte hier. Ja, ärgerlich. Ja, die sind auch einfach weg danach, ja. Okay. Kann ich kaufen.
Ruhe. Was macht... Ach, Mann. Na, den Fünffachschuss finde ich schon sehr gut. Ne? Vierfachschuss, never mind. Oh no. Na, den finde ich schon ganz gut, den Fünffachschuss, aber nein. Was macht das? Ach so. Aber weiß nicht, ob ich jetzt hier weiterspielen will. Ich meine, es kann alles noch aus diesem Run werden. Wenn ich jetzt nicht sterbe. Dann kann alles noch aus diesem Run werden, aber. Ach, so am Anfang würde ich wieder so oft getroffen werden, ist schon wieder nervig. Aber ich spiele mal weiter. Denn es ist ja egal, also ich muss ja nur Herzen wieder bekommen. Und dann ist jeder weitere Treffer halt ein Reroll. So. Was willst du tun? So, toll. Super. Ja, cool. Nehmen mal den Kollegen da. Naja. Ist das mein Scheiß Ernst? Oh, guck mal, der Zahn ist wieder zurück. Wieso ist denn jetzt der Zahn wieder da? Das ist ja auch interessant. Hat man ganz im... Wait, plötzlich habe ich ganz viele Bomben. Habe ich gar nicht realisiert. Kann ich ja hier noch loslegen. Junge, du hattest Knopfaugen. Wieso gehst du nicht kaputt? Ach Gott. Das ist frech. Na gut. Gehen wir. Oder werden... halbes Herz in der anderen Ebene, in dem anderen Raum gewesen. Whatever. Whatever. Yo. Nice Geschichte. Ich sage mal vorsichtig. Darf ich das behalten? Spoiler wahrscheinlich nicht. Wow, der nicht mit Knopf droppt das Zeug und der andere nicht. Unfassbar. So. Na komm, wir probieren es mal. Na. Das hat jetzt nicht so ganz das gebracht, was ich wollte, aber hey. Mal schauen, ob wir das schaffen, das Ding zu behalten. Den Laser würde ich schon echt gerne behalten. Speziell für die Räume hier ist halt der Laser großartig, weil du halt einfach nur den Quatsch ablaufen musst. Wieso schießt ihr jetzt... Hallo? Wieso schieße ich jetzt konstant nach da?
Was habe ich denn jetzt für ein komisches Item zusätzlich? Hey, ich schieße jetzt einfach konstant immer nach da, okay. Keine Ahnung, was das für ein Item ist, aber es ist in Ordnung. Ich meine, stört mich jetzt nicht. Ich weiß ja nur nicht, wo es herkommt. Oh no, der Typ sammelt meine Münzen ein. No, oh mein Gott. Der Typ sammelt meine Münze ein und wenn ich getroffen werde, ist er auch einfach weg. Ach du Scheiße. Aber was ist das für ein Item, was da... Ich sehe auch in der Itemliste nichts, was dafür sorgen könnte, dass das passiert. Ist das jetzt ein Bug oder soll das so? Nichts, was ich habe, sorgt für den Effekt normalerweise. Aber gut, dann ist es halt so, ne? Ist nicht so, dass ich den Effekt nicht mag. Verstehe ihn nur nicht. Jo, okay. Übertreibt. Übertreibt halt, ey. Toll. Nein! Wieso geht es jetzt um die Ecke? Was ist denn jetzt kaputt? Jo, irgendwie bleibt das die ganze Zeit. Aber warum? Was ist? Wo kommt das her? Was ist das? Das sah gerade super cool aus übrigens, als da so rote Dinger rausgekommen sind. Leider habe ich es nicht mehr. Leider ist es schon wieder weg. Dieser Effekt. Aber sah cool aus. Mist. Aber der Laser bleibt irgendwie. Also irgendwas habe ich mit dem Laser angestellt. Was ist... Wo ist das? Hilfe! Das war irgendwie ein Speed-Up, womit ich nicht gerechnet habe. Cool. Wollte ich nur mal kurz anmerken. Irgendwas ist da passiert. Ich weiß nicht was. Aber gut, ne? So ist halt. Also, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dinge sind passiert. Ja. Weil? Ich meine, die Tiersrate ist schon ganz cool. Aber ich werde es halt nicht behalten. Da gibt es wieder den Zahn-Effekt. Jetzt haben wir den Zahn aber oft genug gehabt. Selbst über die Scroll kommt der Zahn. Was ist das denn? Und ich weiß, es könnte ganz viele böse Space-Items geben. Nicht ganz viele, aber es könnte Space-Items geben, die mir hier alles verhageln. Aber ich habe ja nichts zu verlieren. Ja, moin. Im Gegenteil, ich habe nur zu gewinnen. Zum Beispiel das Space-Item, was einfach mal zwei Engel-Items mir gibt. Das würde ich jetzt feiern. Schon wie? Was ist mit diesem Zahn? Also Real Talk, was ist mit diesem Zahn? Warum kommt der so oft? Das wäre jetzt irgendwie so ein Naturgesetz einfach. Oh Junge. Jetzt habe ich ihn wieder richtig. Was ist das? Ja, und jetzt habe ich alle Herzen verloren. Cool.
Das ist natürlich der beste Reroll, den ich haben konnte. Ja, nice. Ja. Also. Das Straw ist nice. Der Straw ist ein richtig nices Item. Leider haben wir kein einziges rotes Herz. Lol. Lol. Ist das Ding immer noch kaputt? Ist das Ding immer noch kaputt oder haben die das jetzt mal gefixt? Weil es hieß doch irgendwie, man kann nicht mehr zu diesem Market gehen. Da wäre irgendwas kaputt, so. Keine Ahnung. Hieß es doch irgendwie immer. Ah, der macht ihn nicht kaputt, okay. Ärgerlich. Ach, aber ich habe den Schlüssel. Gar nicht gemerkt. Angry Fly. Kein HP ab, das ist schlecht. Das ist schlecht, weil das bedeutet, jetzt wird es energietechnisch so diese andere Geschichte. Na, wir gucken mal, was wir mit dem Straw erreichen. Mein Damage ist halt nicht so hoch, also macht es jetzt nicht so viel aus. Das ist das Problem. Und ich habe leider auch keine roten Herzen, die sich jetzt auffüllen können. Das ist das nächste Problem. Eine sehr ungünstige Kombination. Ja, das war's dann auch damit. Das ist allerdings eine sehr interessante Kombination. Das Problem ist, ich habe immer noch kein rotes Herz. Das ist sehr schlecht. Also wirklich sehr, sehr schlecht. So. No. War nicht so gut. Kann ich mir eh nichts kaufen, ne? Cool. Na dann. Mehr Münzen. Da. Nicht in meinem Gesicht auftauchen. Ganz schlechte Geschichte. Wow! Den hat's ja komplett zerfetzt. Okay. Oh je. Nicht in mein Gesicht. Sie schießen bitte. Danke. Das war knapp. Schon krass, wie die denken. Na, oh mein Gott. Ah, schade. War eine schöne Kombi zum Schluss nochmal. Oh, die Kerze. Die hat natürlich mehrere Vorteile in der Runde hier. Die hat natürlich mehrere Vorteile. Kann immer die Viecher kaputt machen.
kann damit angreifen, wenn ich dran denke. Aber ich werde es ja gleich wieder verlieren, weil ich getroffen werde. Doof. Oh, 5 Bomben. Plus Blast Bombs. Ich weiß ja nicht, ob ich das jetzt... okay. Riskieren sollte, aber hey, wir können es ja mal probieren. Da gibt es ja schon was Cooles im Itemraum, Geheimraum. Letzter Versuch. Okay, da ist er nicht. Dann let's go. Irgendwie. Also für große Gegner wäre halt die Kerze echt nice, dann schnell einzusetzen, um schnell aufzuräumen. Die lädt sich halt auch schön schnell wieder auf. So, im Moment ist es ja alles noch easy. Alles noch nichts. Ich wollte gerade sagen, alles noch nichts, wovor man Angst haben müsste. Da wäre ich fast getroffen worden. Nee, komm, komm, komm. Nee, echt nicht von denen. Von denen nicht. Nein. Von denen nicht. Das wäre so dumm. Das wäre so dumm, wenn ich von solchen Gegnern meine Kerze verliere. Ich hab nicht getroffen. Das alles. Durch weg. Okay. Für sowas ist die Kerze halt großartig, wenn sie funktioniert. Ne? Für den Modus ist die absolut gut. Wenn ich sie nur behalten könnte. Wenn ich sie nur behalten könnte. Ich weine jetzt schon, wenn sie weg ist irgendwann. Wahrscheinlich eher als mir lieb ist. Okay, nur noch die Viecher, ja? Okay. Dürfte jetzt ja nicht mehr das große Problem sein. Mit ein bisschen Glück schaffe ich es ja sogar, die Kerze so zu spawnen, dass der Boss in ihr landet. Genau so. So, jetzt aufpassen. Sehr geil, sehr geil. Nicht treffen lassen. Und tschüss. Oh, yes. Und noch der Satan-Kampf. Okay, er als erstes. Wow. Okay, nice. Gut, wir behalten die Kerze zumindest schon mal bis zum nächsten Ebene. Aber ich muss irgendwas einsammeln, dass ich... darf nicht getroffen werden. Ist so kritisch. Es ist alles so kritisch. Ja, das HP nehme ich schon mit, aber nachher nützt mir das ja wieder nichts. Okay. Schon was zum Sprengen hier? Nee. Jetzt könnte ich natürlich noch den hier probieren. Oh, da ist er sogar. Den nehme ich mit. Den nehme ich mit. Der ist super gut. Der ist super gut. Er gibt mir ein Schild, wenn ein Gegner kaputt geht. Oh ne, krass auf da. Es werde Licht. Leider macht es kein Licht. Einfach nur hell, aber macht kein Licht. Was auch immer das soll.
So. Oha. Nice. Ja, vorsichtig. Geh weg! Ich bin so ängstlich, es ist unglaublich. Oh. Vorsichtig. Vorsichtig! Und wieder raus. Okay. Gib ein Item, kaufen wir auf jeden Fall. Oh ja. Bitte ja. Oh, yes. Verändert das eigentlich auch mein Damage? Also mein Flammendamage schon, ne? Müsste es. Müsste es. Aber ich darf halt nicht getroffen werden. Und ich sehe jetzt nichts. Das ist... Oh, aber das wird so kritisch. Tut mir jetzt schon leid, dass das schief gehen wird. Wahrscheinlich. Wir werden sehen. Oh Gott, der war fast in mir drin. Ich meine, ich habe ja durch den Schild Möglichkeiten auszuweichen. Wo auch immer mein Feuer, wo auch immer mein Feuer jetzt hin ist. Nicht zu mir. Bleib weg. Oh Gott, da ist ein Pilz. Den habe ich gar nicht realisiert. Oh boy, oh boy, oh boy. Oh Gott, das wäre ein Treffer gewesen. Wenn ich das Schild nicht hätte. Nein! Schade. Da ist der Traum der Flamme vorbei. Wir haben nicht gerade einen guten Reroll bekommen, muss man leider dazu sagen. Wir haben absolut keinen guten Reroll bekommen. Na gut, die 2 7 Items kann ich jetzt kaufen. Oh, Junge. Wenn ich das jetzt behalten könnte, Mann, das wäre gut. Kann ich aber nicht, das ist das Schlechte. Geh weg! Nein! Ich meine, gut, theoretisch sage ich zu dem, was ich gerade bekommen habe, auch gerne ja. So ist nicht. Aber mein Steam-Sale ist weg. Aber mein Damage ist cool. Damage ist cool, Effekte sind cool. Das Conjoint-Viech um mich rum ist cool. Ja, ist okay. Ist okay. Ich würde jetzt meine Herzen gerne auffüllen, wenn ich sie schon habe. Ich weiß noch nicht, wenn ich getroffen werde, sind sie halt eh weg. Ob das jetzt wirklich der Sinn des Einsammelns ist, dann nehme ich lieber das hier mit. Jetzt noch so. Machen wir es halt so, ne? Weil dann ist besser. Ich habe nämlich auch die Schleife. Ich krieg 2 Herzen für ein rotes. Aber nur solange das alles hier noch läuft.
Ja, so viel dazu. Ich kann gerade gar nicht mehr schießen. Ach, das ist wieder der Effekt. Junge. Bruder, es ging so schnell wieder alles hier. Und jetzt habe ich halt meine ganzen Herzen verloren. Das ist doch Müll. Was ist denn jetzt los? Okay. Ja, hallo? Das war ein so schlechter Satan-Kampf gerade. Das war so ein furchtbarer Satan-Kampf. Was habe ich denn da im Dings überhaupt drin, im Spacebar-Item? Es ist auf jeden Fall aufgeladen. Ich weiß aber nicht, was es ist. Lul. Ach komm, wir nehmen den Ring mit. Keine Ahnung. Was ist das? Was ist das? Eine Riesenbombe habe ich jetzt eingesammelt, oder was? Will ich die setzen irgendwann? Ich habe nicht das Gefühl, dass ich die irgendwann setzen sollte. Ich weiß nicht, was die macht. Was ist das denn? Okay, cool. Ich probier's einfach mal und wir gucken, was passiert, ne? Das ist einfach passiert. Es ist einfach passiert. Einfach so. Was habe ich denn jetzt gedrückt? Oh. Gegner-Reroll ist das, ne? Ja, das ist Gegner-Reroll. Kann natürlich positiv sein, es kann aber auch negativ sein. Also wenn wir schlimme Gegner haben, mache ich einen Gegner-Reroll, ansonsten setze ich es jetzt nicht ein. Oder wenn wir zu viele haben, weiß nicht. Keine Ahnung. Ob das dann was bringt. Ja, so zum Beispiel. Ja, gut. Da ist jetzt doch nicht gerade das Angenehmste draus geworden. Lul. Okay. Ja, okay, aber so hat es jetzt eigentlich ganz gut was gebracht. Bravo, mein Moin. Was gebracht. So, Schlüssel. Oh, ich habe diesen Unsichtbar-Effekt. Aber ich habe im Moment nichts, was Schaden macht. Ärgerlicherweise. Ich bräuchte jetzt was, was konstant Schaden macht. Dann könnte ich einfach unsichtbar bleiben. Aber ich glaube, bei Gegnern hat es sowieso nicht, bei Bossen hat es sowieso nicht gewirkt, ne? Ich glaube, da war irgendwas, dass es bei Bossen nicht funktioniert. Da war irgendwas, ich erinnere mich. Boah, der Damage ist halt enorm gut gerade. Meine Energie ist richtig kacke, aber der Damage ist richtig nice.
Ja, moin. Ich habe ein rosa Schwert und ich werde es nutzen. Hier. Oh Mist. Ich hatte eins. Habe ich gar nichts mehr, gescheit's. Ich habe einfach den D-Dings eingesetzt. Ich wollte ihn nicht einsetzen, aber er hat auch nichts gemacht. Ich glaube, der macht Item am Boden, macht er, ne? Ja, war eh Müll. Scheiße. Ach man, ich hätte gern mein Zeug wieder. Aber ich meine, jeder Treffer kann halt alles verändern. Das ist so. Es ist immer der gleiche kritische Moment, ne? Es ist immer der gleiche kritische Moment. Ja, was soll ich tun? Das ist halt gerade am sinnvollsten, aber... Naja. Ach, ein Herz kann ich mir noch... Oh Mist. Oh Mist. Ich hätte mir Herzen kaufen sollen, ich Volltrottel. Yo, ich hab Dings! Hab ich gar nicht gemerkt. Kann ich mir doch noch Herzen leisten. Das hab ich gar nicht gemerkt. Ja, moin. Das hab ich überhaupt nicht. Ist mir gar nicht aufgefallen. Kann ich noch irgendwas kaputt machen? Schwarzes Herz oder so? Nee. Oh. Da habe ich auch noch was. Ich weiß gar nicht, ob der Schild gegen Brimstone wirkt. Ich werde es lieber nicht ausprobieren. So viel dazu. Dafür weiß ich jetzt, dass es nicht wirkt. Warum schießt der so krumm? Es ist so frech. Es ist so frech, wie oft man diese Dinger bekommt jetzt, ne? Es ist so frech und es nützt mir halt effektiv nicht immer was. Also klar, es ist jetzt super cool. Aber ich muss es behalten. Ich werde es nicht. Bombe zurückbekommen. Gut. Das wäre jetzt das Item, mit dem man diesen Run hier beendet. Wenn man es behalten könnte, wenn man nicht mit jedem Treffer sofort ein neues bekommt. Das wäre jetzt das Item. Mann, ey. Hä, wieso laufe ich? Jetzt kann ich die nicht mehr kaputt laufen. Achso, weil ich getroffen wurde, ne? Stimmt, ich habe den Effekt wieder verloren. Nevermind, bin dumm. Okay. Okay. So, ich muss mich jetzt irgendwo weit wegstellen und einfach schießen und hoffen, dass ich nicht getroffen werde. Die roten Schüsse bei dem Boden zu übersehen, ist übrigens auch unangenehm. Wenn da irgendeine Brimstone-Kacke dann von unten hochkommt, ja, dann habe ich sowieso verloren. Oh Junge, was ist das denn? Warum bist du so groß? Wo ist deine Hitbox? Fisch. Okay. Ah, die da unten sind noch da.
Aber da muss ich ran, dass die aufgehen. Okay. Im Moment nichts zu kaufen. Bossfight. Vorsichtig, die explodieren. Okay. Die werden jetzt einfach schneller, da muss ich einfach dann ausweichen. Vernünftig. Noch so ein Vieh. Muss halt zum Glück nicht viel treffen. Nicht viel zielen. Treffen schon, aber es macht eben das automatisch. Sacred Heart. Kümmert sich ja hier drum. So. Jetzt kann man was kaufen. Na dann. Lol. Wait, was? Lol. Wieso mache ich das? Wieso kann ich das? Gehen die auch kaputt irgendwann? Einmal nicht. Die auch nicht. Welcher Effekt macht das? Aha. Aha. So, vorsichtig. Ein Item. Gefährliches. Das jetzt... Ich habe ein bisschen Angst, hier das hier zu machen. Ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht, das geht schief. Was haben wir hier? Okay, zweimal Monstro. Na, fuck my life. Das Problem ist jetzt, ja. Wenn die irgendwie komisch springen, dann kann ich einem von beiden irgendwann nicht mehr ausweichen. Die müssen ungefähr gleich springen, dann kann ich gut ausweichen. Okay. Gut, sieht gut aus. Ich wäre fast hängen geblieben. Ich wäre fast hängen geblieben an der Scheiße. Noch ein Engelraum. Geht die kaputt? Nee. Ich habe keinen Schlüssel. Ich habe keinen Schlüssel für die Truhen. Ich habe keine Bomben für die Herzen. Ich komme an nichts ran. Na gut. Aber das blaue Wasser haben wir mitgenommen. Naja, das hätte besser laufen können. Aber man weiß es halt vorher nicht. Okay. So, jetzt erstmal hier noch nach Möglichkeit gucken, wegen Dings. Was ist denn das für ein Effekt, der das manchmal aufmacht? Was habe ich denn da dabei? Sie ist ehrlich gesagt nett. Ich habe die Piercing-Shots. Keine Ahnung, was das für ein Effekt ist. Ist ja auch egal. Ach, wahrscheinlich das Trinket, ne? Immer wenn ich es nicht zuordnen kann, ist es meistens das Trinket. Okay, Dev. Ja, kann weg, der Typ.
Das ist wieder das Falsche, das sind die Augen. Aber jetzt bezogen auf dieses Item, sind es da nicht sogar Bestes? Ist es da nicht sogar gut? Ich schieße ja eh nur mit der einen Seite noch. Ist das dann gut? Oh, ich weiß nicht, ob das dann gut oder schlecht ist. Ich habe Angst. Bin ich ganz ehrlich. Ich lasse die lieber. Ich lasse die Tropfen, wo sie sind. Ich lasse die Tropfen. Oha. Ich lasse die Tropfen einfach, wo sie sind. Bin ich ganz ehrlich. Lol. Ja gut, das nützt mir nichts, weil das Trinket ist weg, sobald ich getroffen werde. Also das ist irrelevant. Okay. Okay. Ich weiß, es ist jetzt langweilig, aber ich suche halt ein Ding zum, ne? Ist ja schon. Die Leiter nach unten. Was soll ich tun? Es ist halt nur mal möglich. Wow. Was ist mit dem los? Okay. Ich dachte schon, er geht gar nicht mehr kaputt. So, dann würde ich jetzt hier rollen und mal gucken, was passiert. Vielleicht kriegen wir 7er Item hin. Oh. 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 Nein, das will ich jetzt schon nehmen. Okay. Gucken wir mal. Ich hoffe, es geht gut. Jetzt kommen halt ganz kritische Gegner. Jetzt kommen halt ganz schnell ganz kritische Gegner, die mich super schnell treffen können. Das ist das Problem. Wenn ich nicht aufpasse, werde ich jetzt super schnell getroffen. Dann ist alles wieder anders. Das hasse ich. Hm, 6 Stück oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja, genau, super. Oh mein Gott, ich schieße Bomben. Das ist super. Ja, da hat sich's mit den Bomben schon wieder erledigt. Haben wir alles weg? Es ist alles weg, okay. Ich meine, was wir jetzt schießen, ist auch cool. Was wir jetzt schießen, ist auch cool. Gar keine Frage. Aber... Ne? Es ist halt... Nur auf das, was wir vorhin hatten, war es halt besser. Das Feuer, was wir schießen, ist auch super geil. Ja, keine Frage. Ich bin super zufrieden mit der Konstellation. Ich will sie aber halt behalten. Wir wissen alle, was passieren wird. Es ist ja nur ein einziger Treffer. Es ist, muss ja nicht mal das alle Herzen weggehen. Es ist nur ein einziger Treffer und es ist alles wieder vorbei. Einfach alles ist dann wieder vorbei. Oh, man. So. In der Hoffnung, was auch immer jetzt kommt, dass ich jetzt nicht nochmal getroffen werde, hole ich mir jetzt das Geschenk und will es dann einsetzen. Dafür darf ich jetzt natürlich nicht mehr getroffen werden, ne? Ist klar.
Nein! Ich hab mein Geschenk behalten. Ich hab mein Geschenk behalten. Ich weiß nicht warum. Ich hab alles verloren, außer das Geschenk. Okay. Das ist okay. Ne? Das... Spiel. 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 Ey, wir haben auch gerade sogar die Psyfliner. Aber Spiel. Ist es dein Sch... Ist dem Spiel einfach seinen Scheiß ernst gewesen. Es ist einfach dem Spiel sein Ernst gewesen. Oh Junge. Oh Junge. Okay. Wir sind in Chirol. Ein Schlüssel kommt noch. Ja, dann lassen wir das jetzt erstmal. Wir müssen es ja nicht herausfordern. Die Tränen mit Kombination ist super sick wieder, ne? Ist wieder super sicke Kombination. Aber sie muss halt bleiben. Die Psyfly dazu. Oh, wir haben keinen Schlüssel. Wir brauchen keinen Schlüssel. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Nice. Ich lauf immer in den Bettlern, ne? Ich sehe den immer nicht als erstes. Schon kritisch. Das sind schon kritische Momente, so. So, der Rest geht in den Bettler. Mir was Gescheites. Ach, Dude, ey. Aber es ist ein zusätzliches Item. Insofern kann ich damit leben. Es ist ein zusätzliches Item. Damit kann ich leben. So. Dreier Trinket brauche ich nicht. Herzen jetzt kaufen ist auch Quatsch. Na gut, dann müssen wir erstmal kämpfen und hoffen, dass es gut geht. Let's hope for the best. Das Problem, das sind schon wieder Gegner, wo ich jetzt nicht sofort treffen kann. Das ist schon wieder super doof. Die müssen ganz schnell weg. Was ist jetzt? Ah! Das haben wir auch noch. Habe ich gar nicht mitbekommen. No, 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 no. Okay, vorsichtig. Gut aufpassen. Die kommt jetzt irgendwo runter. Ich glaube, Mom hat den Geheimraum freigelegt. Weg. Alter, diese riesige Bombe, ne? Okay. Okay. Geheimraum. Okay. Okay. Ach so, kein Schlüssel. Haben wir gleich gelöstes Problem. Das Schlüsselproblem haben wir gleich gelöst. Okay. Es war ja ein Minuskauf jetzt. So. Okay, Sun. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Karten behalte, wenn ich rerollt werde. Hab ich noch nicht... Wow! Lag. Hab ich noch nicht drauf geachtet. Jetzt müssen wir erstmal schön hier am Leben bleiben. Ganz wichtig. Okay. Was war das? Was war das? So. Und jetzt noch der Satan-Kampf. Ich will den D6 behalten für die Geschichte hier drin.
Ne? Das ist mein Ziel gerade, falls ihr euch wundert, warum ich den noch nicht eingesetzt habe im Shop. Fly, Fly, mach dein Ding! Okay. Nee, davon würde ich bisher nichts kaufen wollen. Oh, Vorsicht! Okay, wir reloaden mal. Das Ding ist halt, ich kann sie nicht konstant einsetzen. Also ich habe ja keine Batterie oder sowas, was das immer wieder auflädt. Jetzt das Buch auf Belial zu kaufen, erscheint mir jetzt nicht so klug. Andererseits kostet es mich nur ein Herz. Wir nehmen es mal mit. Wenn ich getroffen werde, ist es eh weg, aber dann ist es so. Wir nehmen es mal mit. Vielleicht kommt ja noch ein Batterie-Item. So, ne? Kann ja sein. Die rote Batterie bräuchten wir halt. Ansonsten ist es natürlich Quatsch. Ja. Ja, nee. Gehen wir kein Risiko ein. Dann machen wir das jetzt so. Dann machen wir das jetzt so und gucken, was passiert. In einem normalen One, in einem ganz normalen One, ne? In dem, ich bleibe, durch Treffer nicht verändert werde, wäre das jetzt Win. Das wäre ein Win. In einem normalen One. Problem, ach, fuck, ich hab die Leiter vergessen. Scheiße. Aber okay, da wäre jetzt eh nichts so Brauchbares dabei gewesen. Hast du noch 3 Münzen von mir? Futtern? Vielleicht für irgendwas? Nee, okay, cool. Ja, in einem normalen One, wie schon gesagt, wäre das jetzt ein Win. Aber ich werde einmal getroffen und alles ist anders. Es könnten alle Herzen weg sein. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt laufen wird. Ich weiß nur, dass ich böse aufpassen muss. Ich meine, solange ich nicht getroffen werde, ist die Situation ja genau die richtige. Ne? Solange ich nicht getroffen werde, passiert genau das Richtige. Solange ich nicht getroffen werde, ist alles cool. Ich habe halt so einen kleinen Helfer, der mir viele, viele Schüsse abwehren wird. Aber halt nicht alle. Aber das Gute ist, fast jeder meiner Schüsse macht auf Anhieb die Dinger kaputt. Also ich dürfte theoretisch damit keine Probleme bekommen. Das war super knapp. Der hat mich erwischt. Ich darf halt nicht riskieren, den ersten Hit zu kassieren. Ich darf keinen Hit kassieren. Nein, 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 nein. Schlüssel kaputt. Alle Schlüssel kaputt. Das war nicht genug Schlüssel. Macht euch alle weg. Okay. Hat funktioniert. So. Phase 1 durch. Hatten wir noch nie. Hatten wir noch nie. Heißt aber nichts. So viel dazu. Und mir wurde das Sun rerollt. Okay, Sun rerollt sich auch. Scheiße.
mal auf die Schnelle überblicken könnte, was man alles hat, könnte man... Oh. Hallo? Ich kann gerade gar nicht mehr angreifen. Wie soll ich jetzt angreifen? Hallo? Scheiße. Nein, da wurde ich nochmal getroffen. Komischerweise geht dieses Ding jetzt wieder die ganze Zeit nach die eine Richtung. Ich weiß nicht, was es ist. Ich hab das scheiß Schwert. Jetzt sehe ich erst, dass ich das scheiß Schwert habe. Kritische Momente. Yes! Also irgendwie ist das so ein ganz komischer Bug, der da... Weiß ich nicht, was macht. Der in alle Richtungen einfach schießt, die ganze Zeit. Also nicht in alle, der dann irgendwie in eine Richtung schießt. Ich weiß nicht, was da... Ja, alles klar. Also, das ist ein purer Glücksmann mit Eden. Ganz ehrlich, das hätte fast wieder schief gehen können. Das hätte fast wieder schief gehen können. Alter Schwede. Oh, was lange währt, wird endlich gut. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.